Servus und grüß euch zur Folge 125 Let's Play Landwirtschaft Simulator 22 auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Unterwegs sind wir auf der NF Marsch ohne Gräben. Im Strohumlader gerade von mir gefahren. Der ist eh unterwegs. Jetzt schauen wir mal zu den Arbeiten. Da ist alles soweit in Ordnung. Die anderen haben auch schon geparkt. Die fahren auch kuddelmullig da umeinander. Haben wir jetzt auch nicht mehr so weit. Läuft auch alles. Was magst du gerade, Schätzelchen? Ah, das wird der dritte Wagen gewesen sein. Der Wagen von der Linie 8. Aber gerade nochmal gehen wir. Sonst hätte es die Leitplanke leicht verbogen, glaube ich. Haben wir dann eine kleine Delle reingefunden. Die Leitplanke verbeult. Ich muss mal ganz kurz zugucken, weil ich bin mir nicht sicher, ob der da wirklich sauber um die Einfahrt rundum kommt und den Strohhäcksler richtig trifft. Da ist unser Produktionsgelände. So, ich bin jetzt wieder in einem Aufnahmeblock. Jetzt müssen wir schauen, wie viele Folgen das wir von dem Let's Play noch machen. Ah, geht aber. Aktuell bei der Folge 125. Mal schauen, machen wir die 130 noch voll, die 140 oder vielleicht sogar die 150. Aber ich glaube, dann ist es mal. Schauen wir mal, wie weit das wir da noch kommen. Waren ja auch noch einiges an Folgen und Wochen und Monaten dann. Gerne mal bitte dazu Kommentare drunter schreiben. Für die fleißigen Zuschauer, die sich wirklich das Let's Play angucken. Mal schauen, was jetzt in der Zwischenzeit dann mal wieder neue Games gibt. Oder alte, wo man dann einmal schöne Let's Plays draus machen können. Vielleicht einmal so Retro-Let's Plays, da muss ich meine Livestreams auch mal ein bisschen umfragen machen oder ein bisschen fragen. Und nicht einfach mal so ein paar alte Games auszugraben und da mal ein paar Sachen machen. Ich da immer gerne so alte Sachen einmal auszugraben, aber ich muss echt damit testen, bestimmte Sachen laufen. Da schwebt da gerade was im Köpfchen vor. Ich weiß, dass das unter Windows 7 lief, es damals nicht. Vielleicht geht es unter Windows 10. Zumindest, dass das eine Game immer noch alles auf alte CDs rumliegt. CD-DVDs. Extens Laufwerk organisieren. Und dann mal schauen, ob man da mal vielleicht. Thank you.
bisschen eingequetscht, der Anhänger. Aber ist schon gegangen. Ein bisschen Stroh drin, dann fahren wir das Häcksel gut einmal als nächstes raus aus dem ganzen Ding. Ich habe mir überlegt, ob wir da herunter nochmal so. Na, da nicht, aber da mal so. Wo haben denn. Wo sind denn. Mal Fahrsilos nochmal machen, aber nicht das. Gut eine an, aber das ist natürlich auch wieder groß Asche-Ding da herunten. Und sie lauscht mal eh genügend, gell? Ja, da kannst du eigentlich in den Fermenter-Silos kannst du eigentlich gut aus dem Zeug etwas machen. Das scheint ja auch gut zu laufen. Da jetzt das letzte Stückerl noch. Zwei, drei Runden noch und die haben fertig. Welche Menge? Oh Gott, da müssen wir jetzt abwarten, weil nicht, dass wir dann fertig sind. 364.000. Gut. Das liegt jetzt alles im Zwischenlager drinnen, gell? Von 605, also Gott, da war schon mehr drin hat. Kann man den natürlich jetzt einmal fertig fahren lassen, dass der das Stroh nochmal umlädt. Und dann glaube ich, schnappen wir uns das Bubi einmal und lassen wir einmal gleich hopfen zum Hafen. Eine große Fuhr um. Dann haben wir da schon mal ein bisschen weiter mit der Menge herunten. 250.000 mit dem und nochmal 250.000 mit dem anderen. Dann waren wir da mal auf guten Zeiten, glaube ich. Weil die haben bald voll. Also fertig. Muss man ein bisschen nachmachen in die Ecken, das, was noch ein bisschen rundum steht. Dann kann das Zeug auch weg. Weil der muss jetzt noch einmal rüber drehen, zurückfahren, dann ist der mit Sicherheit fertig und der Kollege, glaube ich, ist dann auch gleich durch mit seiner Runden. Na, da haben die zwei kleine Schnucke her sein. Ob ich da nicht noch irgendwas an dem Anstieg habe.
Also wir haben uns jetzt, wenn wir damit alles fertig sind, haben wir um die ganzen Produktionen und Auffüllungen kümmern. Dann wird es mal ein bisschen weiter ans Holz machen gehen. Da haben wir eigentlich einen riesigen Wald, wo man dann steht. Halt. Das wird einmal, glaube ich, dann so. Eine sogenannte Mammutaufgabe, wenn wir den ganzen Wald da abholzen. Da ist nämlich so ein richtig schönes großes Gebiet drin und dann fertig. Ja, das haben da war ja da hier unten oder mit Produktionen. Ich weiß gar nicht, was ich da noch alles vorgehabt hätte aufzubauen, was uns eigentlich noch an Produktionsstätten abgeht, die wir im Moment noch gar nicht haben. Brauereien, die haben wir gerade nie bei uns gehabt, Düngerherstellung. Fischer, weiß ich nicht, aber den zweiten um Gemüsefabrik haben wir glaube ich eh noch nicht. Das doch schon. Das Kalkwerk und so weiter wäre mal da oben geplant. Aber da müssen wir mal noch mehr ins Geld kommen. Ich weiß gar nicht, was da unten unter dem Feld an Fläche war, was. Also gerade mal schauen, ich glaube mich erinnern zu können. Jetzt muss ich bloß die passende Fabrik finden. Na, die nicht. Irgendwas mit Kartoffelchen. Irgendwas war doch da mit Kartoffeln. Was gibt's denn da? Bäckerei, Brauerei, Düngerherstellung, Fermenter, na. Die passt auch nicht her da. Da ist Kartoffelfabrik, die glaube ich gehört da einer. Chips, Pommes, Kroketten und Reibekuchen, genau. Die passt, die ist da herum angedacht. Den Rasterrucker nicht genau da. Ob jetzt da her sollte oder so her sollte oder ein bisschen weiter vierte. Ja? Da müssen wir mal schauen. So, der ist fertig. Brauchst du aber gar nicht lang zuklappen. So, jetzt schauen wir mal da rundum. Ich hoffe, dass ich es in einer Weg ein bisschen weglocken konnte. So, dann schauen wir mal die Ränderchen da noch.
bleibt nämlich gern immer noch ein bisschen was stehen. Brauerei haben wir ja schon, das heißt, Hopfen können wir direkt verarbeiten. Gibt Geld und ein bisschen Haustrunk. Schauen wir mal, dass wir da etwaige Reste noch abmähen. Da unten, wo es vorhin das kleine Kuddelmuddel gegeben hat, da steht auch noch was. Das glaube ich war es aber jetzt halt. Können wir vielleicht in meine Karte einen Blick werfen? Da unterm Eckerl ist noch ein bisschen was. He? Genau, Ski an der Wende. So, jetzt. Schauen wir, ob wir überlisten können, dass wir die 183 Liter da schnell rausbringen, ohne dass uns wegfährt. Das ist zwar schon, ja. Klappen wieder Schneidwerk ein. Gut, jetzt bin ich gerade am gucken, wo denn unser Strohumlader ist. Der ist eh da beim Oblong gerade, das passt. So, der geht jetzt in den Stoppmodus.
kriegt jetzt eine Runde. Der beim Silo-Zwischenlager einmal Hopfen abholen und darf den zum Hafen bringen. So, wir schauen jetzt mal die drei Abfahrer durch, wie da die Belademengen sind. Der hat 26.000 Liter im Tank. Der hat 24.000 Liter drin. Ich glaube, die können wir auch gleich alle zum Hafen bringen und abladen lassen. Dann schauen wir uns ja nochmal nur die Restmengen an, die wir brauchen, um den Auftrag zu erfüllen. So. Da steht auch noch einer, der ist allerdings leer. Zur Reparatur. Dann machen wir mal die Zapfwellen aus. Na. Wisse wohl. So, ne, ich komme da nicht hin. Hallo, jetzt hat es weg. Dann fahren wir das jetzt alles zum technischen Dienst und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, zu der ich natürlich herzlich einlade. Wünsche euch bis dahin alles Liebe und Gute, I'm Maverick und pfiat euch.